Hallo und herzlich willkommen hier zum 14. Part von Outlast. Ja, letztens sind wir hier stehen geblieben. Hier in diesem komischen Raum haben wir unseren Freund getötet. Und werden jetzt mal sehen, wo uns die Reise hier weiterführt. Ja, hier vorne steht jemand. Ist das eine Falle oder... Der leuchtet uns an. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Neues Ziel! Finde draußen Vater Martin. Ja. Wieder ungewöhnlich. Ja, wo müssen wir lang? Gehen wir erstmal hier rein. Da brennt was. Eine Kamera und eine Batterie. Das ist super. Können wir vielleicht die Kamera mit aufnehmen? Nein. Ja, hier ist nicht. Hier ist auch nichts. Ja, hier drin ist nicht mal viel zu holen, also laufen wir jetzt. Wird er hier raus? Gehen hier durch diese Türe. In so eine Abstellkammer. Eieieiei. Ja, der hat es auch geschafft hier. Ja, wieder ein Hinweis. Ziemlich verlassen alles hier. Ja, gehen wir einfach mal der Stimme nach, die uns hier gesagt hat. Wir müssen hier raus. Hier brennt. Nein! Nein! Wo wollen wir denn jetzt hier? Ah! Verdammt! I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out to the kitchen. Schalte die Sprinkleranlage ein, um das Feuer zu löschen. Ja, wir müssen durch die Küche. Aber wie kommen wir jetzt dahin, ohne Verbrennung dritten Grades abzukriegen? Ah, shit. Ja, Freunde, wie zum Teufel sollen wir jetzt hier durchkommen? Hier kommen wir nicht lang. Normalerweise müssten wir schon tot sein. Na, komm! Ja, ich komme. Ah, du bist Grieche. Ja, hier ging es nicht weiter. Zum Beispiel hier. Ja, finden vielleicht noch ein paar Batterien. Ja, liegt hier vielleicht noch was? Ja, hier sind wir doch hergekommen, oder? Nee, sind wir nicht. So. Ja,
Ja, hier ging es nicht weiter. So, das Geheimnis wird immer mysteriöser. Wo zum Teufel kommen wir jetzt hier hin? Zum Beispiel, wie kommen wir jetzt hier raus? Aha! Aha! Es ist kein Wasser im System. Öffne zuerst die zwei Ventile. Ach Gott! Ach Gott! Ja, unser Freund und Kupferstecher. Ist mal wieder da. Kommen wir irgendwie unbemerkt hier durch, ohne dass er uns gleich wieder das Herz rausreißt. Tja, normalerweise müsste er uns sehen. Das haben wir doch gut gelöst. Ach du Gott. Ja, ziemlich kranke Welt hier bei Outlast. Sprinkler, aha. Ja. So, der erste hätten wir gefunden. Jetzt müssen wir noch an den zweiten gelangen. Ja, unbemerkt wird er hier durch, dass er uns nicht sieht. So! Verdammter Mist! Verdammter Dreck, verdammter Dreck! Ja! So! Ja! Ist einfach zu blöd, um zu sehen. Ja, geh du mal deiner Wege. So, das hätten wir zumindest geschafft. Jetzt gucken wir mal hier, ob wir hier irgendwas finden. Was sollen wir hier schon finden? Nix, nix, nix. So, also war das ja nicht der richtige Weg. Dann zum Beispiel der. Nein, 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 nein. Gehen wir jetzt hier rein.
Sieht schon eher nach Ventilen aus. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Den zweiten hätten wir geschafft. Ja, jetzt müssen wir nur noch an unsere Leitung kommen. Ah, shit. Shit, shit, shit. Unser Freund ist wieder da. Nein! 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 Ah! Fuck! Fuck, 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 fuck! Ja, rennen wir erstmal um unser Leben. Haha. Bist du blöd? Dann bist du ein Ork. Gut, 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 gut. Ah, shit. Blöd ist er ja gar nicht. Nein! So. Du geh mal deiner Wege. Scheiße, jetzt haut er nicht mehr ab, oder? Doch. Mist! Dreck! Ja, wir müssen einfach bloß schneller sein. So, hätten wir das erstmal gelöst. Wo sind wir jetzt? Ich weiß es nicht. Sind wir denn jetzt hier richtig, oder? Aha, okay. Was ist das? Glut? So, finde einen Weg in die Küche. Nein! Oh. Meine Fresse hier. Sehr einladend hier. Sehr, sehr einladend. So, find einen Weg hinaus. Find einen Weg hinaus. Suche Vater Martin. Wo ist Vater Martin? Wo ist er? Ja. Wo ist hier? Ah. Eher nicht. Ja, es gewittert. Sind wir jetzt hier richtig? Nee, sind wir nicht. Was zum Teufel?
Nein! Aber jetzt zacki, zacki, zacki. Sie brauchen einen Schlüssel, um reinzukommen. Ich muss aber da erstmal den Vater finden. Was ist das hier? Ja, eine Batterie. Ein Schlüssel. Wunderbar. Jetzt die Schlüssel haben wir. Nein! Nein! Hier spukt! Aber nur rein in die gute Stube. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, erstmal Batterie wechseln. Haben wir was übersehen? Aha! Nein! Alter Schwede! Nein! Nein! Böse Ohm ist da. Ich glaube, Leute, wir sind an der richtigen Stelle. Wo ist das Geheimnis? Wo ist das Geheimnis? Hier ist es nicht. Wo sind wir denn jetzt hingekommen hier? Aha! Boah! Blitze sehen schon mal geil aus. Ja, jetzt sind wir auf dem Dach. Hier rein, oder? Ich denke es wohl eher kaum. Jetzt muss man wieder mit Tasten zurechtkommen. Ja, und Jerry! So, Batterie ist auch schon wieder leer. Dass die Kamera überhaupt noch funktioniert bei dem Dauerregen hier. So. Ja, wunderbar, wenn man von Geistern im Ring ist, hier noch an einer Hauswand rumzuhangeln. So. Joi. Ja. Kommen wir uns hier oben. Wo müssen wir denn jetzt lang? Au! Ja. War wahrscheinlich nicht so gut. Ja, Freunde, das war erstmal hier der Part 14 von Outlast. Den Gewitter Survival Horror Game. Ja, ab morgen dann wieder den Part 20. Ich freue mich schön drauf und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Danny.